So, man darf natürlich niemals fehlen in einer solchen alten Gegend und Stadt, ist die King's Head, also der Pub. Und ja, auch für uns nach der harten ersten Strecke wird es Zeit, hier einzukehren im King's Head. Willkommen zum zweiten Video. Hier habe ich mein Schlafzimmer. Und zwar ist das Haus von 1832. Natürlich mit Nachttopf. Ja, ist ein bisschen kurz. Ich hätte hier meine Probleme. Aber die haben ein schönes Wohnzimmer. Haben die hier. Das Haus, wie gesagt, ist von 1832. Alle wurden zusammengetragen von der St. John Seite. Und wir haben ja in dem anderen Video, was ich euch gezeigt habe, die französische Seite gesehen. Und die Leute, die hier jetzt quasi sind, die leben hier und die machen quasi die Gartenarbeit. Aber wir sehen mehr nachher noch. So, hier sind wir in der Küche. Aus, so die Oma vom 1863 ist es? Ah, the 1850s, the stove itself. We're telling you about 1863, yeah. But the stove is from 1850. Ah, the stove is from 1850, yeah. Mm-hmm. So, meine Lieben, ihr habt ja mal einen schönen Kochherd. Der ist von 1863. Und hier, guck mal, hier hast du auch vier Herdplatten. Und dazu gibt es dann noch einen schönen Backofen. Und um das obere Teil hier abzunehmen, dieses obere Teil, da braucht man schon drei Leute, drei gut gewachsene Leute, um das wegzubringen. So, das ist also eine Küche, wie sie so um 1800 rund war. Und hier wird noch Kuchen gebacken. Ja. So, das waren noch Spielzeuge, ja, also, und ich könnte wetten, dass du hier keinen Touchscreen hast. In that time. So this is the dining room. Okay. It's not really set up the way that we normally present it. Yeah. But we've been having school children here through the week. And Rebecca here does a craft with them. We've got a lot of toys on here. So hier sind wir in der Tür. Fabrik und die wurden noch keine Boote hergestellt, keine Kanus. Oder sagen wir mal, die machen es hier noch, die zeigen es hier noch. Guck mal, hier eine schöne Kreissäge noch. Hat aber einen kleinen Sägeband. Sehr schön. Ich war gerade noch in diesem, wo die Schubkarren hergestellt werden. Und hier hat man diese schönen alten Werkzeuge noch, die benutzt werden. Und da haben wir wieder so einen Militärstützpunkt. Und wir gehen jetzt da unten rechts weiter. Und dann zeige ich euch die nächsten Abschnitte. Ja. Guck mal hier. Ja. Bohrmaschine. Das ist doch mal. Aber funktioniert noch. Siehst du? Wir sind extra mal gestartet für mich hier. Wow. Alles läuft hier. Das ist jetzt der Start jetzt für mich so eine Maschine hier. Die muss natürlich hier stehen bleiben. Alles schön mit. Ich werde jetzt ein bisschen anzoomen, aber. Und jetzt kommt dann ein bisschen Holz rein.
Also man hat schon um 1840 doch schon ganz gut gewusst, wie man Holz zubereitet. Sehr schön. Gucken wir uns das natürlich mal an. There's your rough side from your mill. Ja, ja, guck mal. Sehr schön gearbeitet. Thank you very much, sir. So, jetzt ist die Maschine schon wieder aus. Jetzt haben wir gesehen, wie die Oberflächen mal bearbeitet wurden um 1850. Wunderbar. So, weiter geht's. So, wir kommen jetzt zu Jocelyns Farm. Ist ein bisschen windig. Alles, was sich hier so abspielt, hat sich in der Zeit 1750, 1880, 1890 abgespielt. 100 Jahre quasi Geschichte von den ersten, ja, oder von den Siedlern oder von den. Und das ist auf der englischen Seite quasi. Hier quatscht heute auch keiner Französisch, hier sprechen sie auch mit aller Englisch. Und die leben auch hier, die Jungs, weil hier sieht man, die bearbeiten hier das Feld. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie denn so ein Farmhaus aussieht. Flechte arbeiten. Das machen sie nebenbei. Dann gucken wir, da hat man die Ausgehfahrzeuge. Also linke Seite ist der Maserati und rechte Seite ist der Ferrari. Unter den Kutschen. Typische Schubkarre. Und das sind Schafsfelle, die hier zum Trocknen ausliegen. Typische Farm halt. Zwei Kutschen, das ist ja schon nobel. Das ist schon mächtig nobel. So, jetzt gucken wir uns mal den Farmhaus an. Typisches Farmhaus, Feuerstelle. Sofa. Ein bisschen durchgesessen die letzten 100 Jahre, aber ist noch okay. Okay, das wäre jetzt auch nicht für Mario. Das ist ja wirklich. Was haben wir hier unter? Das ist ja nichts. Schauen wir mal. Ach Gott, da müssten sie aber eine extra starke Seile für mich einbauen. Danke, danke. Na, hier sie. Sieh hier. Ropes. No, it's not strong enough for me. Ja. Stühle sehen unoriginal aus, weil muss ja durchgesessen. Naja. Dann auch zum nächsten Haus. So, da sind wir schon im nächsten Haus. Jones House heißt es. Mit der anschließenden Farm hier. Seht ihr wohl. Und das gucken wir uns jetzt mal. Das gucken wir uns jetzt mal von innen an. So. Ja, die nächste Schlafgelegenheit. So, hier wohnte ein 1832, also 1850 war das immer noch, ein sogenannter Peace Adjuster. Der war quasi so, der nach allem geguckt hat, dass die Zäune richtig sind, die Grundstücke eingehalten wurden und so weiter und so fort. Wie sehen wir denn hier schlafen? Die Bett wäre schon wieder zu kurz für mich. Naja. So, hier haben, er hatte fünf Kinder und zu guter Letzt kann man hier umgucken. Hier ist sein Arbeitszimmer. 1950 war er auch noch Adjuster. Hier sieht man noch das Newspaper und seine Schreibutensilien. Just open the door, like... So, jetzt sind wir im Dinnerraum. The fork. Und so hat man vernünftig den Tisch gedeckt, versteht er? So muss das aussehen. So sieht es bei mir auch immer aus, wenn ich dann was zu essen kriege. Das ist jetzt ein Witz. Im Dinnerraum. Ja, so ein Friedensrichter, der hat schon eine Menge zu tun. In seinem Business. So, wir verlassen das Häuschen jetzt wieder und machen uns weiter zur Sägemühle. So, meine lieben Freunde, wir erreichen jetzt gleich nach einem kleinen Walk die Sägemühle, die wir natürlich besuchen werden. Mal gucken, was ich euch da so zeigen kann. Also, bis gleich. Natürlich hat man sich hier einen schönen Platz ausgesucht. Ja,
die Sägemühle. Ach, hier muss ich mal rein. Hier muss ich mal rein. So, hier haben wir die Sägemühle. Und natürlich bin ich schon mit meinen Fragen überall durch. Ich habe mal nach dem Payment gefragt. Also ich werde unter anderem mit Geld werden sie bezahlt und auch mit Rum. Ja, also Rum war hier wirklich über viele Jahre in sogenanntes Payment oder Part of the Payment. Also eine Art der Zahlungsmittel. Hier sehen wir den Nebenfluss vom St. John. Der St. John läuft vorne quer rüber. Also die Loks werden im Prinzip hier angeliefert, wurden dann aber hier rum nach oben, weil da hinten hat man noch den See, den ich euch gerade zeige, wo wir angekommen sind. Und dort werden die quasi dann hier reingezogen. Ist das still full of rum? No. No, we've been drinking it. Oh yeah, I was guessing that. Have a nice day. Thank you. So, hier werden quasi die Loks reingezogen mit Seile. Und dann hier werden die Produkte, die quasi meistens oder in den meisten Fällen nach England geliefert wurden. So, was darf natürlich niemals fehlen in einer solchen alten Gegend und Stadt, ist die King's Head. Also der Pub. Und ja, auch für uns nach der harten ersten Strecke wird es Zeit, hier einzukehren im King's Head. On tap, I have the Cindy and Jones, which is put out with Pickerones. And put out by York County is the Summer Cider. It's like a strawberry lime. Do you have non-alcohol as well? Pardon me? Non-alcohol? Yes, I do. I have homemade lemonade, homemade iced tea. I have a rhubarb cordial. And I have sodas and juices. Okay. I want the homemade lemonade. Oh, it's very good. Sure you don't want one? No, it's okay. And you want it to drink here or to take with you? Well, I can take with me. Okay, I'll let you take out. Right. Yeah. So, natürlich, wie gesagt, hat nicht fehlen. Man hatte natürlich ein Kerzenlicht in der Zeit. Und aber irgendwie kommen die Sorten bekannt vor. Die sind nicht von 1800 oder 1700. Und, bei denen weiß ich es nicht, aber das ist hier der Original Draft. Wollte ich gerade vom Fass haben hier. Das ist natürlich schön. So, beim Trinken müsst ihr mir jetzt nicht füllen. Ich mache jetzt eine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, im Prinzip habe ich euch die Bier-Area gezeigt. Und hier ist quasi noch eine andere Area. In so einem Pub, wo eine Art Hotel. Und hi. Are you just staying to eat or are you just passing? Just passing through. Good luck. So, and here hat man quasi restaurantmäßig Platz. Hello there. Hello. You looking to dine in? No, I'm just looking at the looks. Okay. So, this is the So, and here gehe ich jetzt mal wieder zurück, weil wir wollen natürlich noch viele, viele andere Häuser besuchen, von daher muss ich jetzt weiter. So, jetzt sehen wir uns mal ein bisschen beim Hufschmied umgucken und danach geht es natürlich mal an der Kirche vorbei. Mal schauen, mal reingucken, wie es aussieht. Aber jetzt sehen wir zum Hufschmied, der hier sein Unwesen treibt. Der müsste hier sein, auf der rechten Seite. Ja, da gehen wir natürlich mal rein. Good day. Good day. Yeah, I'm gonna blame it on him if I can't find it. Oh, misplaced, I know that. Yeah. It's probably right in front of me and I just can't see it. Yeah. It's my center punch, is what I'm looking for. And normally where it's sitting, it's not. So what are you guys doing? What are you usually doing in this village? Any tools, hardware, utensils, wagon repairs. Yeah. Okay. Yeah. The whole business. Yeah, exactly. Right now we're just working on We're having a fun project. Yeah, fun project. We're gonna make a set of dice. Okay. And we're gonna weight them. I mean, no, we're not. We're gonna weight them so they always land on what we need. Yeah. It's a little bit of fun work. Yeah. Don't tell us, sure. We have a lot of other stuff to do, but we felt like we just
all those military guys are here, so we know. Ah, yeah, of course. Tavern, so we'll have some. When the military guy's coming, it's never good. Yeah. Exactly. There's some trouble is around here, isn't it? Yeah, there's always going to be a problem. There's about three different wars going on around here, right? Oh, three different wars. Yeah. I don't know where all they're coming from. I don't know why they're here. Yeah. Do you have something in it? Yeah, one of the little dice cubes. Okay. So we're heating it up. And right then? Now, what do you do? And just hammer on each side of it. Getting a bit more of a equal and more interesting looking. Okay. And we'll use a little punch to mark all the... punch to mark the holes. Yeah. Center punch, but I'm looking for my big one. So you misplaced it, you lost it. Normally it's right here. Sitting this, right there. This is what I always said. Normally it's right oh, there. Oh, and I looked down at the other spot I tend to put things. Now I found it. Let me let you try to figure out. It's by the anvil. I got some... a rack to finish. There's parts for a rack to go inside a wall oven to rest the pie pans and stuff, baking pans on. Oh, okay. Yeah. So this helps square it up a little bit. You don't want to lose the square. Yeah. What? That would be a problem, wouldn't it be? I think that one's looking pretty good. What do you think? I think it looks pretty good. And then the next thing he's going to do, he's going to bring it out. This is going to be fun for him. He's going to grab hold of it. And he's going to bring it so he can get the sides like so. And knock them down. Then he has to roll it opposite for the next one. And you might have to use another set of tongs. Yeah. To knock the edges off, yeah. Then he's gonna go knock those sides. So there's six sides he has to knock off, but it just gives it a little bit of character. Thank you. Thank you. You're welcome. Hello. Thank you. Yeah. So, jetzt wissen wir auch, was der Huf mitgemacht. Nämlich nichts wirklich. So, was ist nicht jetzt hier Farm. So, wir gucken mal, was wir jetzt noch Interessantes finden hier. Aber es gibt ja immer was Interessantes. Wie ihr seht, ab und zu kommt mal ein Pferdewagen vorbei. Und wir schauen mal, was uns das nächste Häuschen zu erzählen. Then you take the woods from there to put on... Yes, the coals underneath. So wird Brot gebacken noch in der alten Variante in den Schwarzen. So I use the really bright hot red coals, so I put that on top and the bottom, and yeah. That's cool. Okay. In the middle befindet sich Brot und unten ist die Glut. Hier oben. Cool. Thank you. So, hier wird die Schafswolle noch ein bisschen aufgehangen und dann wird die später dann im Heißwasser gewaschen. Da befindet sich ja bekanntlich das berühmte Fett drin. Und da wird dann quasi hier im Wasser erwärmt, nicht zu heiß. Und dann wird da drin quasi die Schafswolle gereinigt. Naja, so, wir gehen jetzt mal runter da in ein Fischerhaus und gucken uns mal die ganze Sache an. Und drüben schon wieder Militär, die schießen auch wieder rum. Da ist das Fischerhaus, da wollen wir gleich mal hin. So, hier hat man einen weiteren Pub. Um 1800 rum hatten viele, oder sagen wir mal, war relativ normal, dass es jedes Dorf irgendwo jemand einen Pub hatte in seinem Wohnhaus. Und hier haben wir zum Beispiel einen der Pubs nach, und zwar aus dem Jahre 1860. Man sieht hier dann auf dem Bild doch schon, wie das ungefähr ausgesehen hat. Ja. Und hier gibt es, wie gesagt, ein Fässchen davon und ein Fässchen von irgendeinem Whisky. Dazu ein Spielchen und ein paar Pötter. Nicht besonders groß, aber okay. So, ja, hier sind wir jetzt beim Fischer.
Der hatte, wie gesagt, einen Pop. Und jetzt ist weiter ins Theater und von da aus dann in die nächsten Orte. So, der Mario ist fertig wir sind jetzt sozusagen erledigt, nicht erledigt, aber zumindest so nach 5 Stunden fast, doch schon relativ, gut geschafft. Alles gesehen, was wir wollten. Insofern passt das schon. Jetzt fahren wir zurück und ich wollte euch natürlich, hoffe euch hat es gefallen, wieder mit dabei zu sein. Auch bei anderen Dingen, ich habe mir, wie gesagt, meine Mühe gemacht, euch mitgenommen, euch dies und jedes Mal zeigt, erklärt. Und nächste Woche weiß ich nicht, ob ein Video kommt. Wie gesagt, Truck ist noch in der Werkstatt und von daher weiß ich noch nichts. Also heißt es erstmal abwarten. Und dann werden wir mal weiterschauen. Wir fahren jetzt mal abseits des Highways. Nicht immer den typischen Highway, sondern mal runter Richtung Süden. Die 102 und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Am Ende muss ich sagen, war wieder sehr schön da und wie schon gesagt, Video kommt nächste Woche wahrscheinlich nicht. Es sei denn, es ist ja Donnerstag jetzt und morgen dann hoffen wir mal, dass die Fahrt sich wieder bereit, dass ich wenigstens vorladen kann, dass es wieder raussieht. Aber dann brauche ich erstmal Material, meine Lieben. Von daher wird nächste Woche mal nichts kommen. Seid mir nicht sauer, aber ich hab nichts. Also. Bis dahin und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Anschauen, dass ihr wieder mit dabei wart und macht es gut, viel Gesundheit und all the best from Kanada. Also, bis dahin. Bye, bye.